Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Ja, neueste Folge Far Cry 6. Wir haben heute den 3.11. 3 Uhr 20. Ja, wir machen weiter eine Story. Waffe der Wahl. Ach, wieder der Controller. Ich muss den immer wieder, wenn ich ihn zu lange nicht benutze, an- und abstöpseln. Das habe ich schon sehr lange. Aber ist immer noch besser als einen neuen zu kaufen. So. Hier müsste das sein. Müssen die Bomben sein. Rede mit mir. Nach McKays Akten haben die Ingenieure in einer seiner alten Raffinerien Überstunden gemacht, um an etwas namens PG240X zu arbeiten. PG240 ist das Gift, das sie im Westen auf den Tabak sprühen, um Vivero herzustellen. Ich schätze, PG240X ist das, was sie beim Hotel gegen uns eingesetzt haben. Also werden wir McKays Pläne durchkreuzen und diese alte Raffinerie von innen zerstören. Ich habe Lucky Mama mit einem kleinen Team losgeschickt, um die Umgebung zu sichern. Die warten auf dich. Sobald du drin bist, erzähl mir, was du siehst. Uns fällt schon was ein, wie wir das Ding vom Netz nehmen. Okay. Muy bien. Ich sag dem Team, dass du unterwegs bist. Wer weint darum? Hey. Hey. Okay. So, aber jetzt brauchen wir erstmal wieder einen Begleiter. Den hatten wir noch nicht, K900. Gut. Oder nehmen wir gleich das Fahrzeug. Mal sehen, wo die Straße ist. Da ist sie. Okay, weiß ich dann. Ich habe Lucky Mama bekam ihren Spitznamen, weil er einen roten Zug ausgestattet sie in Kabinchen war. Ist er denn nicht? Wie hat sich mein Team geschlagen? Sieht aus, als hätten sie die Umgebung gesichert. Denk dran, du musst mir sagen, was du da drin siehst. Wenn ich richtig liege, ist diese Anlage sehr wichtig für die Giftproduktion. Mal Moment. So. Na, regnen tut's selten.
macht gerade. Yelena sagte, wir sollen die Stellung für dich halten. Diese Abuelas sind kaltblütig. Den Haufen Raketen in Kisten. Sonst noch was? Ja, wir haben alle dieselbe Markierung. PG-240X. Geh in den Keller. Den Plänen nach solltest du deine eigene technische Anlage finden. Eine bessere Position! Start. Ja. Yelena? Was ist das hier? Yelena! Ich bin hier, Danny. Du hattest recht. Sieht aus, als würden McKays Leute hier die Chemiewaffen herstellen. Die Bomben. Schon dabei. Drecksäcke. Hey, Rucksack! Willst du wirklich das Märtyrer-Ding durchziehen, nur um eine Filiale von mir platt zu machen? Ich mache eine neue auf. Und außerdem verursachst du massig Umweltverschmutzung hier. Ich dachte, ihr jungen Leute liebt die Umwelt. Ihr werdet alle sterben. Ich meine, warum macht ihr sowas? Jeder weiß, dass das ein Himmelfahrtskommando ist. Na? Hey! Oben geht's auch nicht raus, ne? Ich bin hier! Na, wunderbar. Lucky Mama. Na? Alter, hier siehst du gar nichts. Danny, alles gut? Geht so. Nee. Ich komm hier nicht durch. Finde einen Ausgang. Okay. Du schaffst das. Naja. Also hier ist nichts. Na?
echt unterhaltsam mit anzusehen, ganz im Ernst. Aber wenn's dir nichts ausmacht, rufe ich mal meinen Homie Anton an und bitte ihn um mehr Soldados, weil mir deine Gerihas langsam echt ans Bein pissen. Oh Mann, Alter! Wir haben es ja schon geschafft. Gilberto, muss da rüber. Ich habe Schwierigkeiten, diese Plakatwände zu finden. Ich versuche auch immer, sie aus meinem Geist zu bannen, Schätzchen. Geh Richtung Sierra Perdida. Entlang der Hauptstraßen an den Süd- und Westküsten findest du einige. Gut. Ich sehe genauer hin. Tu das und erschieß einen Faschisten für mich. Besos. Ob das hier geht, weiß ich nicht. Dann geht's noch höher. Dann geht's, ja. So. Wunderbar. Boah, da ist zwei. Luppe. So. Boah, setzen wir einfach einen Marker. So. Ach so, von da. Und hier. Da hinten müssen wir auf die Straße. Und was hier? Ah, die machen das aber. Oh. Na super, Alter. Gleich im Doppelpack. Ja. So, andere Lösung. Moment, letzten Zug noch. Ja. Wunderbar. Maul halt. Komm. Ja, wir haben... abgebogen. Zu spät, ja. Macht nichts. Getan, was du tun musstest. Wenn es darum geht, ein Leben für das Leben vieler zu opfern,
Wenn es dich beruhigt, Clara hätte dasselbe getan. Ihr seid euch ähnlicher, als du denkst. Naja, weiter im Text. Wie geil ist es eigentlich, dass wir gerade Castillo die Möglichkeit genommen haben, chemische Waffen zu bauen? Das ist ein heftiger Schlag für das Regime. Also können sie keine der Bomben mehr bauen, die sie beim Hotel auf uns geworfen haben. Sie haben nur noch, was schon produziert war. Es gibt immer neue Ziele. Wenn's dir nichts ausmacht, genieße ich einen Moment mein Leben. Genau. So, da würde ich aber sagen, machen wir gleich noch eine Runde. Mal schauen. Verhandlungstricks. Ja, ist eine iranische Geschichte. Chirurgische Präzision machen wir. Gut, da müssen wir hinfahren. Oder? Ja. Dann müssen wir aber mal gucken, wo die Straße hier hinführt. Von da aus kommen wir auf die Straße hier. Dann können wir hier auch weiterfahren. Ach so, na gut. Schlüssel oder sowas? Nee. Oh, böse. Also gleich mal. Hey. Alter, der bewegt sich auch zu schnell. Nehmen wir mal die Fall. Ah, der ist gepanzert. Hey! So. Der muss nämlich weg hier. Oh, das ist immer gut. Nimm sofort die Waffe runter. Die Menschen. Zusammen, komm schon. Danke sehr. Ningún problema. Ja, mach dich nützlich. Semejanza.
pura coincidencia. Le sabes claro para la competencia. Sí. So, da oben. Hier waren wir schon mal. Ich glaube sogar in der letzten. In der letzten Folge. Erstmal einen Schluck Wasser. Hier. Das ist eine Kiste. Aber keine Waffenkiste. Hallihallo. Als ich klein war, roch die Luft hier wie der Ozean. Dann kamen die ausländischen Konzerne und haben alles vergiftet. Damals, 67, warfen wir sie raus. Jahrzehntelang konnte man die Luft wieder atmen. Irgendwann begann Espinosa damit, unsere Industrie zu verkaufen. Dann übernahm Anton und öffnete diesem Yankee McKay Tür und Tor. Sein Betrieb stellt das Gift her, das für die Herstellung von Viviro benötigt wird. Und die Pipeline hier ist ein wichtiger Teil dieser Krebstherapie. Lorenzo hat mir deine Fotos ihrer Forschung gezeigt. Es ist widerlich. Also haben Yelena und ich uns einen Plan ausgedacht, um die Produktion von Castillos Wundermittel zu sabotieren. Stell dir das Hauptchemiewerk dieses Yankees als das Herz vor. Und diese Rohre sind die Arterien. Schneide die Arterien durch, dann kriegt das Herz ein echtes Problem. Also, folge den Rohren, Danny. Zerstöre die Pumpstationen. So erzeugst du im Hauptwerk einen gefährlichen Überdruck. Dann greift Yelena auf ihre Computer zu und wir können McKays Giftbetrieb ein für alle Mal lahmlegen. Okay. Das ist eine große Mission und du bist nicht allein. Ja, noch wissen wir nicht, wo das ist. Zeigt er so nicht an, ne? Nee. Ja gut, also hier sind ja schon Rohre. Aha. Costa. Oh, das sind aber viele. So, da muss man immer diesen gelben Pipelines hinterher, ne? Unten links ist die 1. Das sind, glaube ich, 8 Stück. Moment. Ja. Erstmal weglegen. Kann man jederzeit wieder rausholen. Muss ja an einer bestimmten Stelle sein, ne? Moment. Ich muss der Pipeline folgen, die entlang der Bahia Dorada verläuft. Ich kann mir die Schalter, Ventile oder die gelben PG-240 Tanks vornehmen. Ja. Das ist natürlich die Frage. Da hätten die das wahrscheinlich schon los. Hier auf der Karte kann man das nicht sehen, ne? Naja, hier kann man das schon sehen. Bahia Dorada. Wenn man nachher weiß, wo die Fabrik ist. Ich glaube, das ist wieder so eine. Und irgendwo ist nachher die Fabrik.
Ja gut, das wird eine längere Sache, aber das macht ja nichts. Ach, das zeigt ja schon an, wenn man nah genug dran ist. Gilberto, ich habe Schwierigkeiten, diese Plakatwände zu finden. Ich versuche auch immer, sie aus meinem Geist zu bannen, Schätzchen. Geh Richtung Sierra Perdida. Entlang der Hauptstraßen an den Süd- und Westküsten findest du einige. Gut. Ich sehe genauer hin. Tu das und erschieß einen Faschisten für mich. Besos. Das ist eine iranische Geschichte. Mit deren Hilfe ist es möglich, die Giftsilos zu überladen. Ich könnte auch einfach drauf schießen. Guerillakämpfer müssen präzise sein. Schlampige Arbeit hinterlässt zu viele Leichen. So, das ist... Ich glaube, wir hatten das nämlich schon mal. Ich glaube, wir sind sogar zwei. Das wissen wir gleich. Kommen wir hier rüber? Nö, hier sind nicht zwei. Das ist erledigt. Kommen wir hier rein? Aha. So, hier sieht man die Karte. Die 1 ist fertig. Wir müssen nach Osten. Ja, wir müssen nach Osten. Na, hier muss, glaube ich, noch mehr gemacht werden, ne? Aha, kann man den vielleicht... Wir haben eine Waffe mit Explosionsmusik... Musik. Munition. Nee, das ist sie doch nicht. Na gut. Machen wir es brutal. Kriegen wir hier noch Munition. Okay, erste Pumpstation erledigt. Wusstest du eigentlich, dass ich auf dem Schlachtfeld immer auf El Tigre aufgepasst habe? Schön, dass du jetzt auf mich aufpasst. So, Richtung Osten. Ja, eigentlich müssen wir nur hier hinterher, ne? Wenn wir irgendwann... Danny, hat El Tigre dir jemals von Lobo erzählt? Ein bisschen. Meint, er wurde im Kampf getötet. Warum? Du erinnerst mich an ihn. Clara ist die Politikerin. Aber du bist eine wahre Guerriera. Wie Lobo. Der einsame Wolf. Ich sorge mich nicht gern um andere. Das macht mich langsamer. Aber wenn der einsame Wolf eine große Beute reißt, teilt er nicht gerne. Pass auf dich auf, Danny. Wieso sagst du mir das? Hallo? Hallo? Binga. Ja, da müssen wir einfach nur den Rohren folgen. Sind wir schon beim zweiten. Aber wenn zwischengespeichert wird, machen wir hier gleich einen Break. Okay, pass bloß auf, Danny. Vor mir versteckst du dich nicht. Scharfschütze. Ist ja gruselig. Ist hier irgendwo ein Alarm, ne? Die Waffe ist echt gut. Hier soll noch einer sein. Aber den hätte ich gern noch weg. Mal sehen, wo der Bastard ist. Kann da oben auf dem Berg sein. Auch wieder ein Scharfschütze oder so. Ah, das sind die Ventile. Der ist da oben. Panzerter. Da.
Oh, das kann auch nicht sein, dass er jetzt noch einer ist. So, jetzt machen wir erstmal die... Moment. Fisch. So. Ja gut, das kann man natürlich jetzt wieder leicht lösen. Hat nichts gebracht, wa? Ich muss ja irgendwo... Raum sein. So wie vorhin auch. Wenn nicht, dann müssen wir es anders machen. Ist nirgendwo ein Raum, ne? Er zeigt doch nichts an. Und der ist aber kaputt, ne? Nee. Warum ist der denn nicht kaputt gegangen, sag mal? Bazooka. Wir haben keine mehr, ne? Nee. Dann müssen wir eine Waffe haben. Einen Moment. Mit Explosivmunition. Oder Brandmunition. Die hat Brand. Muss nur testen. Nichts. Müssen wir Explosivmunition haben. Wir hatten, glaube ich, einen Schatz der Verwandler. Das ist es, glaube ich. Wollen wir das mal sehen? Ach so, nee, brauchen wir nicht. Ich glaube, die hat das. Das müssen wir mal gucken. Sprengen, ja. Die hat Sprengmunition. Na? Müsste eigentlich schon gereicht haben. Gibt's da wohl nicht. Hm? Da müssen wir wohl einen Überdruck. Aha. So. Das ist jetzt natürlich die Frage. Noch eine Arterie durchtrennt. Mach so weiter. Ich hätte Chirurgin werden sollen. So weit würde ich nicht gehen. So, hier ist eine Kiste. Dann werden wir uns die noch holen. Ich finde die Sau. Danny. Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen, als wir uns kennengelernt haben. Ich war unfair zu dir. Keine Entschuldigung nötig. Ich habe genug Blut für drei Leben gesehen. Und genug Guerilleros, die Spaß daran hatten, es zu vergießen. Als du aufgetaucht bist, sahst du einfach nach Ärger aus. Aber El Tigre hat die wahren Kämpfer immer schon auf den ersten Blick erkannt. Er sagte, wenn irgendjemand Yara retten kann, dann du. Ich dachte, du solltest das wissen. Libertad könnte dich gut gebrauchen, Lucky. Clara könnte viel von dir lernen. Libertad, La Moral, das sind nur Vereine, Dani. Ich kämpfe für Yara. Sonst nichts. So, jetzt wollen wir uns die Kiste noch holen. Haben wir den Schlüssel dafür? Oder hat der Witzer hier hinter den Schlüssel? Wo ist der Bastard? Wo ist dieser blöde Pisser? Waffe runter! Los!
Wo? Hey, ich warne dich. Na? Wo sollen wir hier den Schlüssel herkriegen? Das macht nichts. Wenn wir ihn nicht haben, ist es halt so. Wir können jetzt nochmal hier oben gucken, aber ich glaube nicht, dass er da ist. Nö. Gut. Dann machen wir hier einen Break, würde ich sagen. In der nächsten Folge machen wir das hier fertig. Nichts. Gut. Ich krieg nämlich heute um 8 Uhr morgens einen neuen Backofen. Wir haben es jetzt 3 Uhr, knapp 4 Uhr. Dann kann ich noch 3 Stunden schlafen und dann kriege ich einen neuen Backofen. Dann kann ich mir wieder Pizza machen. Pizza, Pizza. Lecker Pizza. Ja, meine lieben Freunde. Das war die neueste Folge. Was, erst 36 Minuten? Kann das sein? Die Folge kam mir länger vor. Ja, dann ist das wahrscheinlich so. So, wir sind zügig durchgekommen. Kann mir nicht vorstellen, dass das nur 36 Minuten waren. Aber werden wir sehen. Werde ich gleich sehen, wenn ich aus dem Spiel raus bin. Ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ihr hattet Spaß. Würde mich freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr weiter am Start bleibt. Ja, und dann wünsche ich euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Genießt euer Leben. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye-bye.